Hallihallöchen Leute, da sind wir wieder und wie ihr seht, habe ich hier schon die Wand rausgerissen. Wir packen dafür nochmal Eisen aus für das, was wir weiterbauen wollen und packe hier auch schon wieder die coolen Leuchtefackeln aus. Denn sonst kommen hier zu viele Viecher. Und hier wird jetzt gebaut. Ich habe nämlich ein bisschen was überlegt. Es wird hier so eine kleine Brücke rüber geben. Eigentlich wollte ich ja das hier vorne als unseren Turm, den wir hier haben, bauen, in dem die Verwaltung sitzt. Aber nachdem dieser Eingangsbereich hier so cool ging und ich da so schlecht eine Treppe reinbekomme, machen wir das schlichtweg anders. Nämlich, dass ich hier eine Treppe rüberlaufen lasse. Eine Treppe, sag ich schon, eine Brücke rüberlaufen lasse. Und wir dann hier einen kleinen Verwaltungsturm hinbauen, den ich ein bisschen geschickter aufbaue. Dafür kommt das hier weg, denn der soll auch einen Keller, der soll einen Kellerbereich mit reinbekommen. Ich habe schon überlegt, dass ich da dann, wenn ich mal mit Computercraft wirklich was mache, bei den Computersachen, dass ich das dann da reinsetze. Und obenrum sollen halt so Dinge wie die Werkbank mit rein, also Kram. Eigentlich wäre es auch gut, da nochmal ein Personal Safe reinzubauen, aber das dann erstmal später. Ich weiß noch nicht, wie viel ich den hinterher ich nutzen werde, aber ich möchte es als cool aussehendes Gebäude auf jeden Fall haben. Und deswegen fangen wir hier mal mit so etwas an und gucken mal, dass ich jetzt hier hochkomme. Und da dann baue. Und der ist schon falsch, den werde ich da wohl nicht so haben wollen. Jetzt ist die Breite so eine Frage. Ich möchte das lieber ein bisschen breiter haben, denn sonst wird das mit der Treppe wieder so schwierig. Da stelle ich mich dann ja sowieso mal schon ungeschickt mit an. Machen wir das mal bis hier hin. Sieht ja noch halbwegs gut aus. Dann haben wir da wenigstens einen größeren Bereich dafür. Zum Glück haben wir von dem Reinforced-Stuff noch einiges und ich möchte hier, da habe ich drei breit von hier, Moment, ah, ich war schon weit genug, verdammt, dann darf das Eckchen hier wieder weg, das kommt davon, wenn man nicht richtig hinguckt. Und da habe ich auch gleich Erde, da sieht man mal, wie irrwitzig schnell die Hacke für normale Sachen ist und wie lange sie für so diese Blöcke braucht. Bin ich wieder drauf. Jetzt können wir hier weiterbauen. Zum Glück habe ich davon noch so viele. Ah, es werden aber auch schon weniger. Zum Glück haben wir da noch mehr. Puh. Sonst wird das ein bisschen eng werden. Da müsste ich mir da wieder noch mehr von machen. Das hier ist der Kellerbereich. Da brauche ich gar keine Fenster. Da gibt es schlichtweg keine. Als klassischer Computer-Nerd wird man da dann ohne Fenster im Keller sitzen. Finde ich nur ganz angemessen. Ich weiß, es sieht zwar von außen nicht ganz so gut aus, aber naja. Mal Pech gehabt. Da fehlt einer. So, und dann kommt die Ebene da drüber. Und da werde ich jetzt Fenster einplanen müssen. Ich weiß nur noch nicht, wo und wie viele. Ich hätte gerne hier schon welche, fällt mir gerade mal so auf. So, fensterlos. Zum Glück habe ich da auch gut was von gemacht. Dann gehen die nämlich bis dahin. Auf der Seite hier wird es keine Fenster geben und auf der gegenüberliegenden auch nicht, denn da werde ich dann versuchen, die Treppen ordentlich hinzubekommen. Dafür wird es aber hier hinten wieder welche geben. Und zwar genau so. Das ist nämlich ein großes Fenster. Ha. So, und hier machen wir es jetzt auch gleich vernünftig. Dass wir das Fenster hier gleich mit richtig einplanen. Hier kommt es auch noch welcher hin. Dann kann ich hier schon mal das Fenster rein.
So. So, dann kommt eine Ebene drauf, die die Ebene darüber darstellt. Also nicht die Ebene, die den Fußboden enthält. Und ich habe das Gefühl, ich widerspreche dem, was ich mir vorgenommen hatte zu bauen, schon direkt. Ja, ich muss das zwangsweise andersrum machen. Mist. Das darf alles wieder weg. Sonst funktionieren meine Treppen nicht. Ich hätte das gerne bisschen anders gemacht. Wie versteht man vielleicht, wenn ich da mit dem Bauen da durch bin? Dass es dann kein Werkzeug gibt, mit dem ich die schnell abbauen kann, ist dann echt ärgerlich. Aber vielleicht, gut, vielleicht ging es mit dem Mining Drill. Das habe ich aber auch noch nicht ausprobiert. Den habe ich mir aber noch nie gebaut gehabt, weil es gibt ja den Mining Laser und die super tolle Spitzhacke. Warum brauche ich noch etwas anderes? Laufen schon wieder irgendwelche Viecher lang. Ja, ein Creeper. Zum Glück sind die Sachen ja alle recht widerstandsfähig und er kommt nicht an uns ran. So, dann werde ich nämlich jetzt die noch brauchen. Machen wir das nämlich ein bisschen anders. So nämlich. Eigentlich hätte ich mir gerade überlegt, ich mache es so, dass ich. Also mache es so und setze dann hier drin als Kern wieder diese, als Fußboden. Eigentlich hätte ich mir gerade gedacht, ich mache das genau umgekehrt, dass ich quasi einen Rand aus dem hier mache und dann in der Mitte die Slabs als Fußboden, was halt auch gut aussehe. Was halt das Problem hat, dass ich da meine Treppen nicht hinbekomme, weil die will ich nämlich am Rand machen. Das heißt, die werden dann irgendwann durch diese Slabs hochkommen. Und dafür brauche ich nicht nur viele Slabs, sondern muss halt die Slabs am Rand haben, sonst passt das hinterher nicht. Und ich glaube, ich kann eigentlich schon wieder zurückgehen mit neue. Na, ein paar Slabs habe ich noch. Habe ich auch noch Steine? Nein. Verdammt. Das heißt, ich kann mich dann mal bei Zeit hinstellen und mir auch neue Steine machen. Wobei, da kann ich vielleicht auch ein bisschen aushelfen. Wir haben da vorne ja das, wo das Bauprojekt hinkommt. Und ich bin auf einmal so frei und spoiler das schon mal ein bisschen, indem ich dahin gehe. Denn da habe ich noch mehr Steine. Man sieht da schon ein bisschen was, was ich hier gebaut habe. Wenn ich hier am Bauen bin, vor allen Dingen das Treppenhaus habe ich hier schon gebaut. Wie man hier sieht. Und hier kann ich mir einfach einen Haufen Steine mitnehmen. Nein, ich will den ganzen Kram jetzt nicht in meinem Inventar haben. Auch wenn da Erfahrungspunkte liegen bleiben, aber ich will nicht noch mehr Kram mit mir rumschleppen müssen. So, da sind wir wieder. Gerade hat sich bei mir ohne Voranmeldung das Spiel komplett aufgehangen. Ich muss gerade mal sehen, hier, wir haben unseren Kram noch dabei. Da fehlen Teile von meinem Gebauten. Ah, super. Da hat sich also ein Teil davon verabschiedet. Ich dachte gerade schon, das wäre verschwunden. Dann wäre ich richtig pissig geworden. Und das kann halt leider mal passieren, dass wenn einem das Spiel so ohne Vorankündigung wegschmiert, dass dann halt Dinge verschwinden. Trotzdem muss ich mich jetzt mal hinstellen und mir hier deutlich mehr Slabs machen. Denn davon werde ich noch mehr brauchen. Ja, das sollte reichen. So, was ist denn hier jetzt weg? Da hat er sich das gespeichert. Das heißt, ich kann mir einfach hier eine Eisenbrücke nochmal machen. Da fehlen mir, glaube ich, da liegen, ja, das liegt zum Glück bis zum Teil noch rum. Zwei Reihen fehlen da nach meinem Geschmack. Das heißt, ein Stück muss die Brücke hier auf jeden Fall rein. Schau mal, das ist 8 breit, da sind jetzt 6, das heißt, ich brauche 2 freie und hier ist die Wand. Kann ich das besser sehen? Darf ich das jetzt leider nochmal bauen? Ja, wie gesagt, das kann halt leider passieren, gerade bei sowas wie dem Technik-Pack. Das läuft nochmal eine Nummer instabiler, als das Basisspiel es schon tut. Und Minecraft selbst ist ja schon bekannt dafür, dass sich gerne mal ohne erkennbaren Grund verabschiedet.
So. Na, dann wir die erstmal wieder ein, bevor es mir hier zu voll wird im Inventar. Hätte uns auch schlimmer kaufen können. Ich hätte die Befürchtung, ich hätte jetzt quasi alles, was ich in der Folge bisher gemacht habe, nochmal machen dürfen, einschließlich dem Wand abreißen oder so. Das wäre ärgerlicher geworden. Und so viel wollte ich gar nicht so. Ich mir Glas schon wieder hängen. Da fehlt mir jetzt natürlich noch ein bisschen mehr. Ich hoffe, das reicht dann insgesamt noch und ich muss mir nicht Neues machen. So. Wie rum? Verdammt, das war doof. Da müssen zwei Stück wieder raus. Das Gute ist, wenn sich das Spiel so aufhängt, netterweise bleibt die schließt die Aufnahmesoftware damit die Aufnahme. Das heißt, das, was ihr am Anfang da gesehen habt, ist auch wirklich da. Wenn sich der PC ganz aufhängt, passiert es ja gerne mal, dass die Aufnahme damit verloren ist. Das wäre jetzt ärgerlicher. Vor allen Dingen, wenn dann der Teil des Gebäudes noch da gewesen wäre und die Aufnahme, wie ich das gebaut habe, weg. Das ist immer ein bisschen ätzend. Aber jetzt haben wir das ja auch schon wieder fast wiederhergestellt. Ja, den einen kann ich mich da wohl verklickt haben. Das ist nicht so wild. Da kommt hinter eh einer hin, da auch. Sollte aber vielleicht nochmal wieder ein bisschen ruhiger werden beim Kleben. So, jetzt können wir hier wieder die hinsetzen. Der ist falsch. Meine Fackeln sind auch wieder weg, stelle ich fest. Und jetzt komme ich da nicht mehr so einfach hoch. Verdammt. Zum Glück kann man sich hier Stufen machen. Na, komm jetzt. Du hast genug Sprunghöhe, um da hochzukommen. Also stell dich nicht so an. Geschick und so, ja. Wenn man nebenbei redet und so, ja. Kennen wir ja schon. So, dann kommt hier nämlich als Fußbodenkern das rein. Das werde ich in den unteren Ebenen auch so machen. Nur den einen habe ich mich da jetzt verklickt. Die Slabs werden dann teilweise nochmal abgerissen werden, weil ich mich natürlich dann noch hinstellen muss und zusehen muss, dass ich da die eigentliche Treppe hinbekomme. Aber die gehen ja zum Glück schneller. Das ist ja nicht so wild. Und jetzt machen wir erstmal die erste Umrandung hiervon. Und da habe ich mich schon wieder verklickt. Verdammt aber auch. So, dann kommt nämlich hier die Seite kommt auf jeden Fall komplett rum. Und hier muss ich dann freilassen für Fenster. Ich habe echt so das Gefühl, ja, mir wird während des Baus hier gut irgendwann das Alloy ausgehen. Das heißt, ich werde mich hinstellen müssen und werde bis zum nächsten Mal nochmal Neues machen. Ist zwar ein bisschen ärgerlich, aber kann ich leider so auch nicht ändern. Da muss dann beim nächsten Mal mit neuem weitergebaut werden. Aber jetzt können wir erstmal das hier auf jeden Fall noch aufbrauchen. Ja, der ist an sich auch okay. Denke ich mal. Denn ich will jetzt hier noch eine Reihe drüber haben. Das wird ein bisschen wehtun. Ich will zwar hinterher da noch andere Sachen machen, aber so muss das erstmal, damit ich das ansatzweise so hinbekomme. Da kann ich hochspringen. Das dürfte funktionieren, wenn ich denn nicht unter den Stein springe. Und dann sind wir wieder oben drauf. Sehr schön. Verdammt. So, jetzt kommt hier eine Schicht davon rein, komplett. Das ist quasi unsere Oberdecke.
ich hinter wieder abbauen. Das wird unsere Decke. Hier drin den einen, ja, keine Slabs verschwenden. Bauen wir mal wieder ab. Das sieht unser Chemiebunker von hier aus ganz schön cool aus irgendwie. Also ich finde, der hat was. Ich hoffe, er wird auch funktionieren, dass wir da mal zügig Kristalle bekommen. Weil wie gesagt, das kann halt auch recht lange dauern, wenn man Pech hat. So, und dann mache ich hier außen auch so eine Umrandung hin, einfach nur, weil ich finde, dass es hässlich aussieht, wenn ich einen geraden Turm habe und dann oben eine Spitze zulaufendes Dach. Deswegen kommt hier ein bisschen Umrandung auf jeden Fall dran. Unten werde ich mal überlegen, ob ich da nicht vielleicht auch irgendwo noch was mache. Und ich überlege, glaube ich sogar. Ich mache hier gar kein Spitzdach drauf. Ich lasse einfach diese Umrandung dran und lasse das so. Dann kann ich mir, wenn ich will, hinterher auch nochmal einen Weg bauen, dass man da oben drauf kann, wenn man möchte. Kann ich mir später noch überlegen, ob ich das wirklich brauche. So. Dann können wir schon mal wieder runter. Und können hier zwischen anfangen, Böden zu platzieren. So nicht. So eigentlich auch nicht. Oh ja, ich hatte hier noch eine Stufe. Wir den schon mal wieder weg. Ach verdammt, das ist mit dem Laufen da gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach, ja. Ich glaube, ich mache es weiter so. Oh Mann, ich stelle mich gerade aber auch an. Hinter haben wir mehr Slabs unten drin in der Ebene, als in der Ebene, in der wir hier eigentlich bauen. Einfach weil ich so schlecht treffe. So. Man könnte das ja sogar vom Steinvorrat her so gerade eben noch reichen. Ah, wir haben sogar noch einen zweiten Stack. Wow. Denn jetzt gibt es natürlich dann eine Treppe nach oben. Und nach unten. Und dafür werde ich mich wohl hinstellen. Gucken, ob das so... Na, das passt nämlich natürlich genau nicht. Ich kenne mein Glück. Ja, dann müssen wir das ein bisschen anders machen. Dann müssen wir das noch einen länger machen. Okay. Nein, das funktioniert alles nicht. Jetzt muss ich einfach mal ein bisschen experimentieren, wie das funktioniert, ob das dann hinterher gut aussieht. Jetzt kann man hier runtergehen und kommt hier oben an. Ja, ich glaube, das lasse ich auch so. Denn ich möchte schon gerne diese lange Treppe haben. Das war einer zu viel. Ich finde die ganz angenehm. Moment, ich muss oben ja gar nicht. Ich muss ja nach unten. Haha. Ich finde das recht angenehm, wenn man da so einzelne Stufen hat. Und kann mich auch mal hinstellen. Ja doch, der muss sogar so weit offen bleiben. Das ist in Ordnung. Aber wir können hier mal ein bisschen Licht machen. Wir können vor allem in der Ebene hier drunter dann auch Licht machen. Im Endeffekt brauche ich hier zwar nicht die grünen Fackeln, weil Monster werden hier drin wohl nicht spawnen. Aber ich finde die von der Art her sehr cool für sowas. Und bildet mir auch ein, dass sie ein bisschen grünlich, für grünliches Licht sorgen. Ob das nun funktioniert oder nicht, ist was anderes. So, da ging es in die Richtung. Das heißt, hier muss ich von hier wieder runterkommen, damit das symmetrisch mäßig passt. So, und dann muss ich hier noch einen Fußboden ausheben. Und da wir noch so viele Steine haben, kann ich es mir sogar leisten, den dann auch mit Reinforced Stone in der Mitte zu machen. Nämlich ab und zu ein paar Löcher zu machen. Wo kommen die denn alle her? Sieht fast so aus, als hätte ich hier einfach noch mal hätte das hier Zeile vom Mining Laser mal getroffen. Der kriegt sowas ja tendenziell hin.
Es kann auch durchaus sein, dass ich da mal mit hier durchgewischt bin, um das in Erinnerung zu haben. Und das war ein falscher. So. Und beim Bauen ist es halt recht unpraktisch, dass man auf Steine automatisch drauf geht, weil man dadurch halt ein gleiches, so ein großes Stück versetzt wird, was in den meisten Fällen dafür sorgt, dass man sich irgendwie komisch hin und her bewegt. Und da ist natürlich schon gleich ein Falscher dabei. Aber da gönne ich uns auch mal die Slabs da drunter, dafür haben wir ja noch genug. Und falls ich da einfach mal umbaue, sieht es hinterher nicht komisch aus. Das kann ja durchaus auch mal passieren, dann denkt man sich, ach, mache ich da mal ein bisschen was weg und schwupp, steht es dann eher da drunter und denkt sich, Mist, ich habe das zum Ausbessern nicht dabei. Also gönnen wir uns die da ruhig mal. Und dann kommt das hier wieder als Boden hin. Ich klicke gerade aber auch ein Rotze zusammen teilweise. Dann darf ich hier drei Stück wieder abbauen. Und war zu ungeduldig. Ja, aber dann ist das Gebäude hier doch auch schon recht gut. Wir können uns das gleich einmal von außen angucken. Auf der Brücke fehlen noch diese Eisenrollsäule. Da muss ich aber erst herausfinden, wie ich die machen kann. In der obersten Ebene fehlt, glaube ich, auch noch ein bisschen Licht. Ja. Da weiß ich auch noch nicht, was hier oben reinkommt. Das muss ich mir einfach noch mal überlegen, ob ich da überhaupt das erstmal rein tue oder ob ich erstmal das Gebäude habe. Wir können auf jeden Fall die Werkbank gleich umlegen. Können wir auf jeden Fall dafür schon mal mitnehmen. Tja, das sieht doch ganz cool aus so. Für den hätte ich, glaube ich, eigentlich. Ich überlege, ob ich mir da auch noch so eine Umrandung zulege. Zwei neue Kristalle. So muss das. Das kann man ja vielleicht noch nachholen. Das werde ich dann hinterher mal sehen. Auf jeden Fall brauche ich jetzt noch einen Personal Safe. Den möchte ich da gerne reinstellen. Der gefällt mir dafür ganz gut. Also tigern wir hier mal an den ganzen Monstern vorbei. Und holen uns einen Safe. Beziehungsweise machen uns einen Safe. Dafür werde ich wieder ein neues Refined Iron brauchen. Ne, ich hatte da sogar noch welches gehabt. Upsala, na egal. Und den brauche ich dafür auch. Und ich glaube, das war. Ich habe vergessen, mir eine Truhe zu machen. Ich glaube, das war so rum. Ja, Personal Safe. Und die Workbench, dann möchte ich die nämlich jetzt noch platzieren. Könnte ich mir eigentlich auch mal Platten auf dem Fußboden machen, dass das von alleine aufgeht, dass ich mich da nicht immer rein und raus rennen muss. Sind die Zombies mit Gehirn dabei? Ja, du könntest einer sein. Nein, ihr seid alle keine. Dann brauche ich mich auch nicht um euch kümmern. Du könntest einer sein, genau. Hat aber, glaube ich, kein Gehirn fallen lassen. Schade, weil das ist das Einzige, was da interessant ist. Ich muss hier auch wegen den Steinen mal noch gucken. Ich glaube, das mache ich jetzt direkt schon, dass ich das hier bis nach unten runterziehe, weil das sieht sonst ein bisschen doof aus. So. So, euch schnell wieder da raus, bevor ich auf die Idee komme, euch zu platzieren. Und hier haben wir jetzt unseren Basisbereich, dann stellen wir mal hier den Safe hin und hier die Werkbank. Haben dann dort noch einen. Ja, und ich würde sagen, damit machen wir dann für diesen Part auch erstmal Schluss mit unserem kleinen Verwaltungsgebäude hier zum Industriepark, der natürlich noch nicht da ist, aber an dem ich auch noch weiter mit euch arbeiten werde. Ja, und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Macht's gut.